Ja, sehr geehrte Kolleginnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich recht herzlich zu diesem ja zwischenzeitlich 10. Steuerberater-Symposium bei uns in Nürnberg begrüßen. Thema heute: pauschal dotierte Unterstützungskasse. Vielleicht zu Anfang mal zu meiner Person ganz kurz. Mein Name ist Manfred Bayer. Vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Das Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse begleitet mich zwischenzeitlich seit vielen Jahren, seit 1991, damals noch bei einer Big Eight Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe ich die pauschal dotierte Unterstützungskasse steuerlich beraten, vor allem für größere Unternehmen, für große Unternehmen, für Familienunternehmen. Seit 1999 bin ich nahezu ausschließlich in dem Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse mit den steuerlichen Facetten, steuerlichen Möglichkeiten, Betreuung von Betriebsprüfungen, Konzeption, Sanierung, zu Hause. Ich bin auch seit vielen Jahren Vorstandsvorsitzender im Bundesverband pauschal dotierte Unterstützungskassen. Ja, vielleicht zum heutigen Tag ganz kurz, was wir mit Ihnen vorhaben. Das Thema ist ja in Steuerkanzleien sehr aktuell. Also wir erhalten immer wieder Anrufe von Steuerberatern mit den ein oder anderen Fragen zur Thematik, weil immer mehr Mandanten beim Steuerberater auftauchen und ein Angebot von einer pauschal dotierten Unterstützungskasse erhalten haben, hier irgendwelche Anfragen oder hier irgendwelche Vorstellungen erhalten haben. Der Steuerberater soll mitsprechen, soll mitprüfen. Und der Steuerberater ist immer mehr in der Notwendigkeit, hier irgendwas zu sagen. Und auf der anderen Seite ist die Zeit aber auch so weit, dass der Steuerberater nicht pauschal sagen kann, Unsinn, Teufelswerk oder bleib bei der Versicherung, sondern er soll sich aus unserer Sicht qualifiziert damit auskennen und qualifiziert auch entscheiden können, für welchen Unternehmen und für welchen Mandanten passt es, für welchen Mandanten passt es nicht und in welcher Ausgestaltung passt es und wie passt es schlichtweg nicht. Was wir heute mit Ihnen durchgehen wollen, arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen, was ist das Besondere, auch die arbeitsrechtliche Besonderheit von Unterstützungskassenzusagen, den Unterschied zwischen Einzel- und Gruppenunterstützungskassen, wann macht das eine Sinn, wann macht das andere Sinn, wann sollte man das eine, wann das andere vermeiden, das Thema steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen, auch hier gibt es in der Praxis viel Ammenmärchen, was angeblich möglich ist, was gehen soll, was in Wirklichkeit gar nicht geht. Wir werden uns mit steuerlichen Themen beschäftigen wie Reservepolster, Deckungskapital, Kassenvermögen und solche Dinge, die immer wieder auch in Konzeptionsberechnungen auftauchen, aus unserer Sicht und unserer Erfahrung häufig falsch und fehlerhaft auftauchen. Einen großen Teil werden wir dem Thema widmen, Musterberechnungen, wie sollen ordentliche, wie sollen aussagekräftige, wie sollen Musterberechnungen ausschauen? Es sollten Worst-Case-Szenarien sein. Welche Anforderungen sind zu stellen? Welche Qualitätskriterien sind zu stellen? Wie erkennt man gute, vor allem wie erkennt man schlechte? Was sind so die typischen Fehler, die gemacht werden? Vielleicht versehentlich, vielleicht auch manchmal absichtlich. Wir haben uns beschäftigt mit Fehler bei der Ausgestaltung von Zusagen, Dynamik, Gehaltsabhängigkeit, Verzinsungsthematiken, die man so nicht machen sollte. Auch natürlich mit Möglichkeiten, mit Chancen, mit betriebswirtschaftlichen Effekten, die man nutzen sollte, was man betriebswirtschaftlich erreichen sollte. Wir gehen das Thema Beleihung und Darlehensgewährung an, praxisrelevante Risiken und Probleme, die so bei pauschal dotierten Unterstützungskassen auftauchen und auftauchen können. Und natürlich so Spezialthemen wie Chancen und Grenzen von GGF-Versorgungen. Was ist hier sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Warum ist das eine oder andere sinnvoll oder auch nicht sinnvoll? Und die Auslagen von pauschal dotierten Unterstützungskassen. Wo sind sie geeignet? Wo sind sie auf keinen Fall geeignet? Und natürlich auch Fehler, Mängel und Schwächen, die Sie wissen sollten, die Sie kennen sollten bei vertrieblichen Modellen, die es am Markt sind, dass Sie bei Ihren Mandanten korrigierend darauf eingreifen können, dass Sie bestimmte Anforderungen stellen können, dass Sie Ihren Mandanten zu einem bestimmten Weg, zu einer bestimmten Durchführungsart der pauschal dotierten Unterstützungskasse oder einfach hier ein bisschen unterstützend beraten oder mitwirken können. Das ist Ziel vom heutigen Tag und wir wollen gleich in die Vollen gehen.